Es geht. Schon eine kleine Erschütterung reicht, um die Mangos zu ernten. Pass nur auf, dass sie nicht verwittern. 40 Mangos. Und falls du sogar alle erwischt, fällt die Belohnung besonders groß aus. Dann mal los. Oh, es geht ja schnell. Oh. Schwer ist das gar nicht. So, hab alle erwischt. Starke Leistung, du hast tatsächlich alle Mangos geerntet. Danke für deine große Hilfe bei der Sammlung wertvoller Forschungsdaten. Dafür darfst du einige Rüstmangos mitnehmen. So einen Erntenertrag wie du hat bisher noch niemand erzielt. Bei solchem Geschick kommst du vielleicht auch mit den gefährlicheren Samen zurecht. Übrigens besitze ich auch Spezialsamen, bei denen eine noch größere Ernte herausspringt. Ich habe sie aus gewissen Gründen vorerst nicht eingesetzt, aber wenn du willst, mache ich für dich eine Ausnahme. Schau gerne wieder vorbei, wann immer dir der Sinn danach steht. Du bist ja stets willkommen. Darf ich jetzt mitnehmen? Bevor ich mich der Forschung verschrieben habe, war ich eine ziemlich angesehene Tänzerin, musst du wissen. Aus dieser Zeit stammt auch mein goldener Fächer. Dem habe ich bei einem Tanzwettbewerb gewonnen. Nun, ich könnte mich vielleicht davon trennen. Aber nur, wenn du dich bei der Mango-Express-Ernte richtig ins Zeug legst. Okay, dann. Und auch. Spezialsamen. Bin ich mal gespannt, wie es hier ist. Aus diesen Samen sprießen neben den Mangos auch gefährliche Dornen hervor. Aber du packst das schon. Muss mit Dornen. Ey, das ist jetzt unfair. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Reife Leistung. Erstaunlich, dass du auch mit diesen Samen dermaßen viel ernten konntest. Ich habe doch gleich gewusst, dass du Potenzial hast. Als Zeichen meiner Anerkennung schenke ich dir diesen goldenen Fächer. Ich habe ihn vor langer Zeit bei einem Tanzwettbewerb gewonnen. Einige der Röstmangos, die du geerntet hast, darfst du gerne auch mitnehmen. Vielleicht will sie sogar mit den ultimativen Samen klarkommen. Klar. Werden die Risiken, aber bei ihren Körnern passiert schon nichts. Du hast dabei geholfen, ein neues Feuer in meinem Forscherherz zu entfachen. Das wahre Potenzial der Rüstmangos ist noch lange nicht ausgeschöpft, musst du wissen. Ich werde eine noch viel bessere Variante entwickeln. Das könnte allerdings etwas dauern. Schau gerne mal wieder vorbei, wann immer dir der Sinn danach steht. Okay. Was macht denn der Fächer jetzt? Prunkvoller Fächer aus goldenen Federn. Wenn man sich damit Luft zufächelt, fühlt man sich ganz glamourös. Zu wissen. Na, komm her.
Wo ist der Typ denn jetzt? Okay. Der Tornado führt sich weg. Ah, da ist er. Nein, das will ich nicht. Komm mal. Gut. Los, Attacke! Wunderschön. Okay. Das ist ein blöder... Das ist ein blöder Fall, immer wenn er... So, merken wir uns. Heulenäpplen gemerkt. Lebt in einem Lager im Tal im Norden der Gerudewüste. Stürzt sich behend mit seinem Keul auf Gegner. Ich weiß, wie ich die besiege. Bumerang. Iblin merkt. Starker Iblin, dessen Bumerang eine türkische Flugbahn beschreibt. Was haben wir denn hier? Sieh mal, Klugpfeffer. Was ist denn alles? Okay, was haben wir denn hier zu bieten? Gut. Auch unter? Also komplett unter? Komme ich denn da? Aus irgendwie. Okay, ich kann Kopf zerstören. Ich mache jetzt aber auch weiter.
Ah, doch, ich hätte mir ein Bett zusammenbauen können. Okay, dann weiß ich jetzt, wie ich an den Herzteil rankomme. Musik ist. So, ihr wisst, was das bedeutet. Tja, so kommt man zum Herzteil. Guck mal, das ist jetzt nicht die optimale Lösung. Oh, hier ist eine Stempelkarte. Okay, gut zu wissen. Oh, da oben ist eine. Warte, ich möchte nochmal zurück. Nämlich noch eine Truhe. So, wie viele haben wir davon? 6. Oh. Wo geht's hier lang? Theoron ist gemerkt. Und dann merkt man schon mal eines. Soro gemerkt. Kleines Krabbelmonster schwach, aber einer kommt selten allein hier. So, gut mit euch. Warte mal. Warte mal. Oh, come on. So hätte man zur Truhe gekommen. Warte mal kurz. Nein, aber. Wunderschön. Man sieht hier wirklich kaum was. Oh, was ist das denn? Hallo, schön. Farbhülle der Hähnen. Ich hab mich da hin müssen. Ja, ist gut zu wissen, dass hier was ist. Muss ich hier überhaupt? Au. Aber die machen mir keinen Schaden, das ist schon mal gut. Hier ist ein Speicherpunkt. Ich hab Bock. Ich bin ein bisschen abhanden gekommen, würde ich mal sagen. Nur so minimal.
Urudo statt. Dann gibt es hier bestimmt auch noch so einen Teleportpunkt. Was wiederum sieht auch verdächtig aus. Einfach Herz da gefunden. Okay, ich glaube, den zweiten Dungeon wird es heute eh nichts. Hoppa, der schon. Schnell weg hier. Ist auch nichts. Okay. Geht das mal Gegner? Na gut, wir sollten uns ja laut Nebenquest. Gerudo-Stadt. Erstmal hier uns umsehen zum Eingang zum Nichts. Hier, Kompass. Oh, ich spüre die Anwesenheit meiner Gefährten. Unter uns gibt es eine Stelle, an der ich einen Zugang öffnen kann. Lass uns gehen, Zelda. Du kommst dort nicht so einfach hin, hm? Was machen wir da? Wollen wir die Person dort drüben fragen? Vielleicht weiß sie ja, wie man unter den Sand gelangen kann. Hm, wer bist du? Keine Gerudo, Sophie, schlipp fest. Du bist unter den Sand? Das ist unmöglich. Hier dürfen nur Personen durch, die die ausdrückliche Genehmigung der Gerudo-Königin haben. Also verzieh dich, ja? Sieht nicht so aus, als wären wir hier willkommen. Was war das für ein Schrei? Ist da etwas vorgefallen? Allerdings darf ich meinen Posten nicht verlassen. Da liegt jemand. Oh, das war ja easy. Hm? Oh, die Monster sind weg. Hast du sie alle besiegt? Die Monster hatten mich überwältigt, aber du bist ganz alleine mit ihnen klargekommen. Ich verdanke dir mein Leben.
Aber ich sollte mich erstmal vorstellen. Ich bin Doa, Kommandantin der Gerudo-Kriegerin. Wie heißt du? Freut mich, dich kennenzulernen, Zelda. Aber sag mal, was führt dich überhaupt an diesen Ort? Verstehe. Du reist herum und schließt überall die Risse. So. Du kannst sie schließen? Wir machen uns hier auch gerade riesige Sorgen wegen dieses Risses, musst du wissen. Irgendwer meinte, wir müssten nur alle Monster besiegen, dann würde er schon verschwinden, aber das scheint nicht zu funktionieren. Der Riss ist kein Deut kleiner geworden und der Nachschub an Monstern, die aus ihm herausströmen, scheint unerschöpflich. Wenn der Riss nur wieder weg wäre, hätten wir endlich nicht mehr so viele Verletzte zu beklagen. Hör mal, Zelda. Meinst du nicht, sie weiß vielleicht auch, wie man unter den Sand kommt? Was ist, Zelda? Wie? Du willst unter den Sand? Hier befindet sich unterirdisch die Gerudo-Kultstätte. Bedeutet das, dort musst du hin, um den Riss zu schließen? Hier gibt es ursprünglich einen Zugang zur Kultstätte. Doch jetzt ist der Zugang mit Sand bedeckt. Und niemand kann mehr hinein. Wenn du unter den Sand willst, muss man zuerst den Zugang wieder freilegen, den wir blockiert haben. Warum blockiert? Oh ja, unsere Kultstätte ist von einem riesigen Riss verschluckt worden. Danach häuften sich die Berichte, dass aus dem Riss Monster hervorstürmen. Es wurde also beschlossen, den Zugang zu blockieren, um die Monster einzuschließen. Wenn du unter den Sand willst, muss man zuerst den Zugang blockieren. Wie liegt man ihm frei? Im Inneren der Höhle, die von der Soldatin dort bewacht wird, gibt es eine Möglichkeit, den Sand wieder abfließen zu lassen. Aber dann drohen wieder Monster aus der Stadt herauszukommen. Das würde dem Befehl unserer Königin entgegenlaufen. Wir können jedenfalls nicht einfach dort hineinspazieren. Wenn du unter den Sand willst, muss man zuerst den Zugang... Okay, verstehe. Du willst ja nur deshalb unter den Sand, um von dort aus den Riss zu schließen, nicht wahr? Genau. Ich verstehe. Gut, dann müssen wir einfach nur die Gerudo-Königin von deinem Plan überzeugen. Du hast mich gerettet. Deshalb werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dir zu helfen. Das Allerwichtigste ist, dass der Riss endlich verschwindet, sodass die Kriegerinnen nicht länger aufgerieben werden. Zelda, wir sollten uns im Palast von Gerudo-Stadt treffen, im Westen von hier. Eigentlich dürfen nur Gerudo den Palast betreten, aber ich werde dafür sorgen, dass für dich eine Ausnahme gemacht wird. Wir sehen uns dort. Gut, dass wir schon den Teleporter haben. Ich gehe nochmal hier hin, weil ich möchte irgendwie dafür sorgen, dass der Sandsturm weggeht. Wahrscheinlich müssen wir dort rein. Kann natürlich sein, dass die Hauptquest wichtig ist. Deswegen weiß ich nicht, ob sich das jetzt rentiert. Oh, guck mal, wer da ist. Na komm, greif an. So. Nein. Aua. Na komm. Warum kommt man da oben hin? Was ist da oben? Ah, ein Stempel, okay.
Okay, da können wir lang. Das ist eine Höhle. Wir haben die Karte aber gut aufgedeckt. Muss man schon sagen. Ich jetzt einfach mal hier rein. Oh, oh. Oh Mist. Jetzt hatten wir die. Wenn ich rausgehe, wieder reingehe. Respawn nie. Flugfliese gemerkt. Wundervoll. Ich kann ja jetzt mein Luxusbett einmal austesten. Sagt mein Luxusbett. Ja, es halt viel mehr Herzen auf. Machen wir meine einfach bitte mal. Da. Hast du Rubine gemacht? I don't know what I feel about this. Aua. Dann schaue ich mich einfach erstmal hier mal so ein bisschen grob um. Da unten ist ein neuer Gegner. Nur, dass wir dort fahren. Ne? So. Ja,
gehen wir doch mal hier runter. Was ist doch, da ist eine Truhe. So. So. Was ist hier? Oh, hier steht die Schote. Na, danke. Nevermind. Warte mal. Wie viel verbraucht dieser eine Mumie-Typ? Nein, nein, nein. Ach, Mist. Naja, zumindest haben wir jetzt das einmal gesehen. Ja. Okay, dann weiß ich, hier sind starke Gegner. Dann teleportieren wir uns jetzt erstmal hier hin. Dann machen wir die Gegner im nächsten Stream. Wir haben nämlich schon 2 Stunden voll. Wir müssen hier noch jeden Quest ab. Hast du schon mal einen fliegenden Bodenfließer gesehen? Ja, bitteschön. Was ist das? Ist das etwa einer dieser fliegenden Bodenfliesen, von dem Facet geredet hat? Mach das nicht nochmal. Mach das nochmal. Nein, am besten nicht noch einmal, sondern ganz oft. Oh, das sollte reichen. Ich habe sie so genau studiert, dass ich jetzt meiner Vorgesetzten Bericht darüber erstatten kann. Vielen Dank, das wäre mir wirklich eine große Hilfe. Darf ich dir das hier als Belohnung geben? Meine Vorgesetzte ist ein hohes Tier bei den Gerudo. Sie hat kaum Gelegenheit, die Stadt zu verlassen. Und trotzdem erforscht sie die alten Ruinen in der Wüste, um Dinge zu finden, die hilfreich für uns wären. Ich bewundere sie sehr und deshalb möchte ich so gut ich kann unterstützen. Nice. Habe ich ja erstmal alle Nebenaufgaben abgeschlossen, die ich hier habe, ne? Ich kann ja ein bisschen Rezepte noch machen. Kann verkaufen. Gut, kann sowas verkaufen. Ich kann mal das hier sagen. Okay. Mixen. Milchvital-Smoothie. Bin gespannt, wie viele ich eigentlich damit herstellen muss.
Das ist genau das Gleiche. Ich bin gespannt, ob das zählt. Das sind ja Rezepte, ne? Okay. Wo zählt das denn jetzt? Nicht wirklich, nein. Ich sehe nicht. War ja schon alles. Dann würde ich sagen, verkaufe jetzt einfach mal. Gib ein bisschen Geld. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, ist der Stream für heute vorbei. Ich teleportiere mich jetzt noch kurz zur Grudo-Stadt. Dann machen wir direkt den nächsten Stream dort weiter, inklusive vielleicht mit etwas Glück den zweiten Tempel, falls ich mich jetzt nicht wieder komplett mich irgendwo woanders hin begebe. Ich sage jetzt Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal bei Zelda The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Ja, war ein bisschen doppelt gemoppelt, aber na gut. Bis denn. Tschüss.